mittlerweile ist es schon über einen Monat her, dass wir geheiratet haben. Ich wollte aber noch mal gerne so ein kleines Recap machen, ein Q&A, eure Fragen beantworten und einfach noch mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen. Früher dachte ich immer so, die Leute übertreiben, wenn sie sagen, das war der schönste Tag unseres Lebens. Aber ich muss sagen, es war der schönste Tag unseres Lebens. Ich habe nicht mit gerechnet, dass ich so beglückt aus unserem Hochzeitstag raustanze. Die Feier, die Stimmung, alles, was wir geplant hatten, alles, was wir nicht geplant hatten, es hat alles meine Erwartungen komplett übertroffen. Und ich war, glaube ich, noch so eine Woche lang in so einer Blase drin, dass ich es gar nicht glauben konnte, dass wir so eine schöne Hochzeit hatten. Keine Ahnung, ob es allen Brautpaaren so geht, weil man einfach voll ist mit Glücksgefühlen und so weiter. Aber für uns war es wirklich rundum perfekt. Alle DienstleisterInnen habe ich euch übrigens in der Infobox verlinkt. Für alle, die aus dem Raum Tübingen, Stuttgart kommen oder aber sich einfach nur so dafür interessieren. Außerdem verlinke ich euch noch das andere Hochzeits-Q&A in der Infobox. Das habe ich vor der Hochzeit aufgenommen und da auch so ein bisschen drüber gesprochen, was wir schon geplant haben, wie wir es uns vorstellen und so weiter. Das heißt, das ist dann vielleicht nochmal eine ganz gute Ergänzung hierzu. Mit die meisten Fragen kamen zu unserem Caterer, wie wir den gefunden haben, ob es teuer war, ein rein veganes Buffet anzubieten, was die Gäste zu dem Essen gesagt haben. Unser Caterer wurde unter anderem von der Location vorgeschlagen. Ganz oft hilft es einfach, bei der Location anzufragen, ob sie irgendwie einen Kontakt haben, einen Tipp haben und dann mit dem Caterer individuell zu sprechen. Wir kannten unseren vorher schon, wussten auch, dass die eine vegane Karte anbieten und dachten deswegen, perfekt, das nutzen wir. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Vielleicht kann man sich da auch einfach gemeinsam absprechen. Mein Opa hat seinen 90. Geburtstag damals auch mit einem Caterer gefeiert, der sonst eigentlich nichts Veganes anbietet. Und der war total bemüht, da aber trotzdem was Schönes zu zaubern. Was mich gefreut hat, war, dass es bei unserem Caterer tatsächlich so war, dass das vegane Menü pro Person ein kleines bisschen günstiger war als das nicht vegane bzw. nicht vegetarische. Da ja dann noch Fleisch und Fisch und sowas dazu käme. Das fand ich sehr fair. Wir haben auch gar nicht so viel jetzt mit fancy Ersatzprodukten gemacht. Es gab super viele Gemüsegerichte. Es gab so ein gutes kaltes Buffet, so ein Salatbuffet. Alle haben geschnalzt. Alex und ich waren aber tatsächlich an dem Tag so aufgeregt und so hippelig irgendwie, dass wir gar nicht so viel gegessen haben. Wir hatten aber jede Menge Tupperdosen dabei. Wir sind schließlich im Schwabenland. Das heißt, alles, was übrig geblieben ist, konnten wir mitnehmen. Wir haben also die ganze Woche danach noch von unserem Hochzeitsbuffet gegessen und es war sehr, sehr gut. Das Essen kam bei unseren Gästen mega gut an. Wir haben richtig viele Komplimente dafür bekommen. Auch der Koch hat richtig viele Komplimente bekommen. Der war aber auch total nett. Der hat dann noch so eine kleine Ansprache gehalten und noch was dazu gesagt, weil er eigentlich selber nämlich Metzgermeister ist. Und dann aber eben nochmal so dieses Vegane hervorheben wollte und dass er das selber super lecker findet und er nur Sachen serviert, die er eben auch approved hat sozusagen. Also wir haben nichts Negatives gehört. Falls es jemandem nicht gefallen hat, dann hatte die Person zumindest den Anstand, die Klappe zu halten, weil es war einfach mega gut. Also man kann nichts sagen. Es war richtig gut gewürzt und wir hatten eine tolle Auswahl. Wir hatten auch so eine Burgerstation. Wofür lohnt es sich, das meiste Geld zu investieren? Das ist natürlich eine total individuelle Geschmackssache. Für uns war aber von Anfang an ganz klar, dass die Punkte Essen, Trinken und Musik sehr, sehr weit oben stehen. Dafür haben wir auf so Späße wie eine Hochzeitskutsche oder eine riesen mehrstöckige Torte, Tauben, Schmetterlinge, was kann man noch alles haben, verzichtet. Unser Fokus lag wirklich drauf, eine coole Sommerparty zu machen mit unseren liebsten Freunden und unserer Familie. Und dann haben wir so gedacht, wenn wir das jetzt privat nicht als Hochzeit organisieren würden, worauf würden wir dann Wert legen? Und auch da wären es gute Getränke, gutes Essen und gute Musik. Das sind also die drei Punkte, für die ich auf jeden Fall sagen würde, dass es sich lohnt, Geld auszugeben. Das waren auch bei uns die teuersten Punkte, beziehungsweise nee, der DJ war nicht der teuerste Punkt, der war einfach nur sehr gut. Aber Essen und Location inklusive der Getränke, als Getränke Flatrate, das war auf jeden Fall das teuerste. Und das hat sich sowas von gelohnt, finde ich. Wie gesagt, aber das ist einfach eine individuelle Geschmackssache. Wenn jemand sagt, nee, das Essen ist mir nicht so wichtig, das kann irgendwie jetzt was Unkompliziertes sein, mein Fokus liegt eher auf der Unterhaltung beispielsweise,
dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Wichtig ist vor allem, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr das so macht, dass ihr am Ende mit so einem Grinsen aus eurer Hochzeit rausgeht. Würdest du empfehlen, das Styling selber zu machen? Ich war bei mir für Haare, Make-up und Nägel komplett selber verantwortlich. Das habe ich mir so ausgesucht, weil ich gerne 100% Marie sein wollte. Außerdem hatte ich ein tülliges Kleid, ich hatte eine Kugel, ich wusste, es ist eh schon viel mit viel. Ich bin keine große Person, ich möchte das Ganze total dezent halten und möchte mich aber auch wohlfühlen. Ich möchte mich nicht verkleidet fühlen irgendwie. Ich hatte auch im Vorhinein keine Lust, zu einer Probe zu gehen oder mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Deswegen, ich würde es wieder so machen. Ich würde mein Make-up und meine Haare wieder selber machen, auch meine Nägel. Das war für mich so die unkomplizierteste Variante. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn man sagt, ey, ich möchte an dem Tag keinen Stress haben, ich möchte damit nichts am Hut haben. Das ist dann natürlich auch wieder ein Faktor, den man mit einkalkulieren muss. First Look beim Standesamt oder vorher zu zweit? Wir haben uns für die Variante vorab zu zweit entschieden, einfach weil wir in Ruhe Zeit haben wollten, uns anzuschauen, einander zu bestaunen, uns wahrzunehmen und uns gemeinsam auf das zu freuen, was uns bevorsteht. Wir haben dafür die Nacht davor aber getrennt verbracht. Ich habe hier zu Hause geschlafen. Alex hat bei seinen Eltern übernachtet. Dort sind dann seine Jungs hingekommen. Er hat sich fertig gemacht. Bei mir hier war meine kleine Familie. Wir haben uns alle gemeinsam fertig gemacht, haben gemütlich gefrühstückt und dann ist Alex vorbeigekommen und hat mich sozusagen abgeholt und da haben wir uns dann das erste Mal gesehen und wir hatten einfach halt Zeit, uns anzuschauen und uns, ja, das alles zu begutachten. Alex hatte einen maßangefertigten Anzug und da waren so ein paar Details eingearbeitet, so ein paar Stickereien, so Personalisierungen und so weiter. Und ich fand es einfach mega schön, diese Zeit zu haben, das alles auf mich wirken zu lassen. Kommt aber auch da wieder drauf an, was ist man einfach selber für ein Typ. Ich finde so zum Beispiel, also ich hatte fast schon ein bisschen Angst vor diesem Einlaufen im Standesamt, weil wir uns dafür eben entschieden haben, dass ich zur Musik mit meinem Papa da reingelaufen komme, auch wenn wir uns vorher schon gesehen haben und Alex eben dann vorne auf mich wartet. Und ich dachte so, oh Gott, das ist so, das wird so emotional und so weiter und so fort. Letztendlich muss ich sagen, dass ich glaube ich mit meinem Kopf und mit meiner Wahrnehmung so überall war, dass ich das gar nicht emotional fand. Also es war einfach nur, ich bin einfach grinsend da reingelaufen und habe mich halt gefreut und irgendwie so ein bisschen rumgeguckt, unsere Freunde, wer ist da und so weiter. Und deswegen fand ich es total schön, diesen bisschen emotionaleren Moment, wie ich Alex im Garten das erste Mal gesehen habe, einfach so für uns zu zweit zu haben. Was war die beste Entscheidung und was würdet ihr rückblickend anders machen? Das erste, für was wir uns entschieden haben, was ich super, super cool fand, waren Vlogkameras. Dadurch, dass wir jetzt schon so lange vloggen, haben wir auch einige Kompaktkameras, die haben wir in eine Kiste gepackt und haben sie da bereitgestellt. Als wir in der Location unsere Gäste begrüßt haben, haben wir das Ganze auch so ein bisschen eingeleitet und erzählt, was wir uns so vorstellen. Dass man sich einfach so eine Kamera schnappen kann, einander filmen, jemandem Fragen stellen, sich selber filmen, das Essen filmen. Einfach, dass all unsere Gäste so ein bisschen vloggen und wir daraus uns ein Hochzeitsvideo schneiden. Dadurch, dass wir das hier auf YouTube schon so lange machen, haben wir zu Video nochmal einen ganz anderen Bezug als zu Fotos. Und wir wollten super gerne irgendwas Bewegtbildmäßiges haben, haben aber gar keinen Bock auf so ein emotionales Video. Und das ist einfach, das ist einfach so witzig. Wir haben es noch nicht geschnitten und es ist auch nur für uns privat. Aber wir haben schon so in die Clips reingeguckt und das ist so cool, weil man die Hochzeit nochmal so aus anderen Perspektiven zu sehen bekommt. Dinge, die man gar nicht mitgekriegt hat natürlich als Brautpaar, weil man gar keine Chance hatte, überall gleichzeitig zu sein. Und so die Idee, die wir hatten, war so ein bisschen so dieser Camcorder-Style. So wie wenn die Großeltern früher ein Video gemacht haben und dann so langsam irgendwo draufgezoomt und so, hier ist jetzt das und das und hier ist das und das. Mein Opa und auch Alex' Opa, die haben das immer gemacht früher. Und genau so in der Art wollten wir eigentlich gerne unser Hochzeitsvideo haben, weil genau so die Emotionen so gut rüberkommen. Und das halt sich anfühlt, als wäre man nochmal in dem Moment drin. Und das Zweite, was ich super, super schön fand und genauso auch unbedingt wieder machen würde und jedem Paar nur ans Herz legen kann, ist, dass wir uns gegenseitig Liebesbriefe geschrieben haben und uns die dann privat vorgelesen haben. Also wir haben am Standesamt kein Ehegelübde ausgetauscht, auch das sind wir einfach nicht. Wir wussten,
wenn da Freunde und Familie dabei sind, dann sagen wir uns nicht genau das, was wir uns halt nur zu zweit sagen würden. Und deswegen haben wir diesen Moment für uns privat gehalten. Es war nur unsere Fotografin dabei und ist so um uns rum gesneakt und hat so unauffällig ein paar Fotos gemacht. Das hat aber überhaupt nicht gestört. Wir haben uns dann einfach gegenseitig unsere Briefe vorgelesen. Und das war, würde ich sagen, der emotionalste Moment der ganzen Feier. Also viel emotionaler auch als dieses ins Standesamt reinlaufen und sich da sehen oder auch emotionaler als der First Look. Das war, also ich fand das wirklich wunderschön und ich kann das nur empfehlen. So, und was würden wir vielleicht rückblickend anders machen? Es ist eigentlich gar nichts Weltbewegendes. Ich hätte mir für den Morgen ein klein wenig mehr Zeit einplanen sollen. Ich hatte nämlich letztendlich für mein Make-up und im Prinzip auch fürs Anziehen insgesamt 20 Minuten Zeit, was nicht ganz so viel war. Und auch mit meinen Haaren musste ich relativ schnell machen. Ich glaube, die habe ich in 10 Minuten gemacht. Einfach, weil alles so ein kleines bisschen verplant war an dem Morgen. Ich habe mit meiner Familie gefrühstückt und wir haben sehr ausgiebig gefrühstückt, was total schön war. Aber dadurch hat sich so der Zeitplan ein bisschen verschoben und dann war ich so, oh mein Gott, Alex steht gleich auf der Matte und ich bin noch nicht mal fertig gemacht. Da hatte ich so einen kleinen kurzen Stressmoment und eventuell wäre es besser gewesen, da ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Wie war es rückblickend, schwanger zu heiraten? Ich war in der 26. Woche, als wir gefeiert haben. Für mich war es absolut optimal. Ich habe aber auch eine sehr, sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Muss man dazu sagen, ich weiß, dass es nicht allen so gut geht wie mir in dem Moment. Deswegen, das ist natürlich schwierig zu sagen. Das ist nichts, was man vorher weiß. Also, wie es einem gehen wird in der Schwangerschaft. Das muss man dann einfach persönlich für sich abwägen, ob man bereit ist, das Risiko einzugehen oder nicht. Allgemein finde ich, ist es immer ein Risiko, so eine Feier so viel im Voraus zu planen. Man muss ja Location, Caterer und so weiter schon relativ zeitig eine Zusage geben. Und genauso ist es ja dann, was ist, wenn man an dem Tag krank aufwacht oder so. Ich habe einfach versucht, so ein paar Vorbereitungen zu treffen. Ich habe mir beispielsweise eine Kompressionsstrumpfhose verschreiben lassen und die dann auch im Orthopädiezentrum abgeholt. Ich wurde vermessen und so weiter. Also ich habe wirklich eine bekommen, die mir optimal passt. Und dieses Teil, ich würde jetzt hier gerne sehr, sehr viel Werbung für Kompressionsstrumpfhosen machen, weil ich das auch an der Hochzeit gemacht habe. Ich habe das allen empfohlen. Das war einfach für mich der Lifesaver, Gamechanger. Ganz, ganz große Liebe an Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfhosen. Und unter so einem Kleid, da ist es so oder so warm. Ob man da jetzt noch eine Kompressionsstrumpfhose anhat oder nicht, macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ich habe mich dadurch aber so gut zusammengehalten gefühlt und ich konnte wirklich den kompletten Abend mitfeiern. Ich habe so viel getanzt wie seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren nicht mehr. Und war Last Woman Standing, also mit uns, mit unserem Abgang ging das Licht an. Ich konnte bis zum Schluss dabei sein. Ich musste mich nicht hinlegen, ich musste nicht die Beine hochlegen. Es war, ich war einfach so, so glücklich darüber. Und ich glaube, die Kompressionsstrumpfhose hat einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, weil es mir vorher tatsächlich ganz oft kreislaufig so ein bisschen schlechter ging, die Wochen davor, gerade wenn ich lange stehen musste oder so. Und das war so meine Befürchtung. Deswegen das auf jeden Fall als mein ultimativer Tipp in der Vorbereitung, wenn man vorhat, schwanger zu heiraten. Meine Schwester als meine Trauzeugin hat für die Toiletten so Körbchen gerichtet. Da waren auch super Erfrischungsprodukte dabei. Und ich habe mir immer mal wieder die Unterarme kalt abgewaschen. Auch das war sehr angenehm. Ansonsten habe ich geschaut, dass ich sehr viel Wasser trinke. Das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen. Und klar, dann sind es halt einfach die Endorphine und das Adrenalin wahrscheinlich, ne? Also, ja, ich weiß nicht. Als Gast hätte ich wahrscheinlich nicht so gut durchgehalten. Aber da es so unsere Feier war und ich mich so drauf gefreut habe und so gute Laune hatte, war das halt irgendwie gar kein Problem. Und dass ich keinen Alkohol trinken konnte, das war mir ehrlich gesagt herzlich egal. Wir hatten auch einen leckeren Virgin-Cocktail ohne Alkohol und es gab natürlich Softdrinks und so weiter. Und ich bin jetzt eh nicht so die, die sich immer einen hinter die Binde kippen muss, um Spaß zu haben. Deswegen hat das für mich keinen Unterschied gemacht. Wie war euer zeitlicher Ablauf und wie viel muss man vorher planen? Die Frage habe ich mit reingenommen, weil das auch was war, was mich persönlich sehr viel beschäftigt hat vorher. Ich habe gerne einen Plan, ich weiß gerne, was passiert wann, bin vorbereitet. Und so eine Feier lässt sich nicht von Anfang bis Ende durchdenken. Es muss immer irgendwie Raum sein für Spontanität. Vielleicht hat noch jemand was geplant, vielleicht hat man sich was anders vorgestellt, als es dann letztendlich ist, sodass
der Vibe stimmt nicht oder wie auch immer. Und das heißt, wir hatten so diesen groben Ablauf um 1 im Standesamt. Da war dann Familie dabei und ganz, ganz enge Freunde. Und ab 4 waren wir dann in der Location. Da gab es dann den Sektempfang. Und um 19 Uhr oder so haben wir, glaube ich, gesagt, wird das Abendessen aufgebaut. Den Kontakt unserer Trauzeugin hatten wir in die Einladung geschrieben. Das heißt, wenn jemand was Programmmäßiges geplant hatte, sollte man sich mit denen auseinandersetzen. Und die haben das so ein bisschen zeitlich koordiniert. Und das war eigentlich alles, was wir geplant hatten. Und ich konnte es mir halt gar nicht vorstellen. Ja, aber wie ist das? Und woher wissen denn die Leute jetzt, dass es jetzt das Buffet eröffnet? Und wie machen wir das dann? Und so weiter und so fort. Ein kleines bisschen muss man auch einfach mit dem Flow gehen. Das war jetzt so unsere Erfahrung. Was ich ganz gut finde, ist so in der Hinterhand so ein paar Ideen zu haben für Aktivitäten. Also wir hatten eine Fotobox, wir hatten ein Gästebuch, wir hatten die Candy Bar und unsere Trauzeugen haben noch so ein Jenga vorbereitet, dass die Gäste sich auf den Jenga-Steinen für uns verewigen konnten und wir haben jetzt so ein personalisiertes Hochzeits-Jenga. Das heißt, das waren so kleine Aktivitäten, würde ich es jetzt mal nennen, was man machen konnte, wenn man irgendwie gerade mal 5 Minuten Langeweile hatte. Wir haben einfach versucht, uns immer daran zu erinnern, wie war es, wenn wir selber mal auf einer Feier oder bei einer Hochzeit zu Gast waren. Was hat uns da vielleicht auch ein bisschen gestört? Und das haben wir dann einfach versucht, ein bisschen anders zu machen. Ich finde es zum Beispiel immer anstrengend, wenn das Programm so total durchgetaktet ist und man immer wieder aus einem Gespräch rausgerissen wird. Aber wenn man natürlich ganz viel Programm an der eigenen Hochzeit haben möchte, dann go for it. Also die Hochzeit macht man ja für sich selber. Natürlich lädt man auch Leute ein. Natürlich möchte man auch, dass es den Gästen gefällt. Aber in erster Linie finde ich es wichtig, dass das Brautpaar einen schönen Abend hat. Und wenn die halt Bock haben, viel durchzuplanen und so weiter, dann würde ich das einfach machen. Trotzdem kann es auch mit wenig Planung und viel Spontanität funktionieren. Ich bin einfach immer noch so glücklich und dankbar über diesen wundervollen Tag. Jedes Mal, wenn ich mich dran zurückerinnere, kriege ich ein dickes Strahlen ins Gesicht. Und ich habe so ein bisschen auch teilweise Angst gehabt, oh Gott, ich muss mich regelmäßig daran erinnern, nicht, dass ich Details vergesse. Aber dadurch, dass wir eben auch diese Vlog-Aufnahmen haben, kann man sich nochmal immer so in die Stimmung zurückholen. Also das kann ich wirklich von Herzen nur empfehlen. Ich hoffe, ich habe einige Fragen beantwortet. Vielleicht waren da ja für euch auch nochmal ein paar hilfreiche Tipps dabei. Wie gesagt, vergesst nicht in die Infobox zu schauen. Für all unsere DienstleisterInnen. Ich verlinke euch hier mal noch das erste Hochzeits-Q&A, da müsst ihr gar nicht in der Infobox danach suchen. Da habe ich eben, wie gesagt, auch noch mal ein paar mehr Infos gegeben. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!